So. Oh. Seit wann ist denn das hier? War das schon immer hier? Yay, Minecraft! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mine vs. Wild. Ja, mal wieder. Und, kam mir jetzt eine ganze Zeit lang nichts. Aber dazu kommt heute dann noch dieses, ja, Informationsvideo. Das ziehe ich jetzt heute mal einfach einen Tag vor. Und, das hier nervt extremst. Deswegen machen wir das mal so. Ja, genau, so. Hier war die Küche. Ich denke, die geht auch erstmal so hier. Fällt mir eigentlich ganz gut soweit. Obwohl, doch. Kann man so lassen, denke ich. Und, genau. Da haben wir nämlich das Waschbecken und also ein Trara. Wunderbar. Gut, dann geht's mal hier. Okay, der Tisch ist auch noch in Ordnung. Ich gehe auch erstmal jetzt kurz schlafen. Und, was ich jetzt schon seit ein paar Parts mal nicht mehr gemacht habe, ist ja alles so lange her für mich. Auf jeden Fall habe ich es seit einer sehr, sehr langen Zeit nicht mehr gemacht. Lecks gehabt? Nein, und zwar die gewissen Tierchen gefüttert, mit denen wir unsere, ja, ich sag mal, unseren Hunger oben halten wollen, genau. Oder, Mann, wie nennt man das denn? Fällt mir gerade keine passende Formulierung für ein. Nun gut, egal. Ach ja, für die Tierchen, mit denen wir unseren Hunger stillen wollen. So, hier, ne? Wunderbar. Habt ihr da, schön. Einfach irgendwie wild rein spammen. So, wird schon gehen. Da war noch was. So, da war noch was. Wunderbar. Zack, zack, zack. Hervorragend. Wunderbar. Ich schau mal gleich mal hier. Oh, da unten ist sogar schon ein erwachsenes Hühnchen. Könnten wir also fast die Sache durchziehen. Mache ich jetzt aber noch nicht. So. Ah ja. Genau, wollte ich mich auch erstmal drum kümmern, dass wir da überhaupt so hin können, wie ich mir das vorstelle. Muss ich natürlich erstmal hier, mich hier erstmal kurz runtergraben natürlich. So, zack, genau. So. Oh. Seit wann ist denn das hier? War das schon immer hier? Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Aber nun gut. Kurz ein bisschen Stein in die Hand genommen und schwupps. Haben wir schon geklärt, das Problemchen. Ups, ist er? Nee. Doch, den kann ich noch. Genau. Den da drüber allerdings nicht mehr. Hervorragend. So. Wenn die dann angezündet sind... Oh, hier ist ja perfekt schon der Eingang dafür. Sehr klasse. Gehen wir mal kurz hier durch den Eingang da unten rein. Holen da hinten was raus. Und zwar, wo hatte ich die denn? Hatte ich die da schon hingelegt? Nee, ich meine nur nicht. Also die sollten noch in der Kiste sein, die Teile. Also die, die Trichter. Genau, Trichter waren das. So, kurz was essen. Ja, ich glaube, das einfach mal hier rein. Brauche ich jetzt auch erstmal gerade gar nicht. Da waren die Trichter, genau. Vorragend. Aber Pfeile hätte ich dann doch gerne nochmal drin. Holz brauche ich dann allerdings auch nochmal ganz kurz, damit ich mir eine Truhe erstellen kann. Wo dann das überschüssige Zeug... Ich mache mir, glaube ich, eine Doppeltruhe. Wo dann das überschüssige Zeug reinkommt. So. Das ist ja wunderbar, dass so unten direkt so ein Eingang ist. Auf der Höhe. Das habe ich noch gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Also ist mir jetzt komplett neu, dass hier so ein Eingang ist. Das trifft sich ja eigentlich richtig prima. Der ist ja eigentlich perfekt für unser Unterfangen. Oh
Gott, Schiffssprung. Aber ich hab's gemeistert. So, hervorragend. Genau. Und ich habe keine Axt. Mist. Nur gut. Sollte sich auch so abbauen lassen. Wunderbar. Zack. Hervorragend. Na, ich brauche doch nochmal hier kurz. Ich möchte jetzt hier nämlich einen vernünftigen Raum haben. Ich glaube, hier werde ich da einen Weg hinmachen. Also, überdachten. Ich schau mal dann später, wie es aussieht. Ich denke, das sieht bestimmt ganz nett aus, wenn man da so einen kleinen überdachten Holzweg am Wasser entlang führen lässt. So. Axt nehme ich mir auch direkt nochmal mit. So. Wunderbar. Ist ja echt hervorragend hier. Auch hier bin ich schon Level 37, Mann. Ich muss sagen, also ehrlich, ich kriege so viel Level bei Minecraft Let's Plays, weil ich eigentlich relativ selten, ja, doch sterbe. Ich glaube hier, ja, seit wir umgezogen sind, bin ich noch kein einziges Mal gestorben. Und auch früher relativ selten eigentlich. Ich bin zwar gestorben öfters mal, aber es war dann doch eher die Ausnahme. Okay, hier kann ich das machen. Da muss ich, glaube ich, dann mal kurz von oben nochmal rein und nachschauen, wo ich denn hier... Na Gott. Ich bin auch kackendumm, ne? Bau den Stein unter mir ab. Und dann wundere ich mich, dass ich runterfall. Nur gut, egal. So. Ja. Muss kurz nochmal was schauen. Da brauche ich nochmal Redstone für, damit wir das machen können. Okay. So. Sorry, wenn mein Kommentarstil jetzt ein wenig nachgelassen hat oder sich verändert hat, aber ich habe ja jetzt schon eine Zeit lang nicht aufgenommen. Warum seht ihr alles in dem Kanal-Informationsvideo, was ich dann heute mal ausnahmsweise schon hochlade? Normalerweise kommt das ja erst am Sonntag. Aber ich dachte mir, hey, heute, ja, bist du endlich mal wieder wach. Und dann kannst du endlich mal was machen, ne? So. Gut. Ja, das war nämlich das Hauptproblem, dass ich eigentlich nur kackenmüde war. Und dann nicht wirklich die Motivation hatte, was aufzunehmen. Deswegen tut es mir leid, aber ich denke, so eine Tiefphasen hat jeder mal. Und sollte eigentlich ganz normal, natürlich, menschlich sein und auch verständlich. So. Hier muss aber ein Stein hin, weil sonst klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Genau. Und zack. Oh Gott, nein, hier. Aha, hier hoch. Okay, gut. Und dann... Ah, oh Mann, jetzt ist das da im Weg. Hey. Das ist doch eine Krütze, ist das hier. Aber so geht's. Wunderbar. Hervorragend. So, hier, das kann man dann einfach zumachen. Das ist jetzt da nicht so das Problem hier, ne? Zack. Mal kurz, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Auch wenn dann da die Hühnchen. Ja, die verbrennen gar nicht, weil das gar nicht verbrennen kann. Wenn ich blöd bin. So, jetzt aber.
Hm? Habe ich da einen Fail drin jetzt so? So, genau jetzt. Ich bin GG, ich kann das hier gar nicht öffnen. Aha! Automatische Hühner-Tötungs- und Bratanlage. Ich weiß, man könnte das auch noch automatischer machen. Aber da ich nicht weiß, wie lange die Hühnchen da schon drin sind, würde dann sehr viel Verschleiß sein. Und ich denke so, wenn ich es brauche, kriege ich es so am besten hin. Also heißt, wenn ich das Fleisch brauche, ist es so, denke ich, die beste Variante. Mir die Hühner zu töten und gleichzeitig zu braten. Das ist so wunderbar. Zack, so. Habe ich denn noch Stufen bei? Nein, habe ich gerade nicht. Okay, wird noch dunkel gerade. Mache ich nur noch hier kurz die Wand und dann war es das auch. Nice. Funktioniert echt super, so wie ich mir das vorgestellt habe. Geht dann hier unten rein, drückt auf den Knopf, wenn da Hühner drin sind. Und ja, ist ja hervorragend dann. Werde ich dann, glaube ich, noch so machen, dass man das von unten auch sieht und dann nicht immer von oben reinschauen muss, ob dann die Hühner schon ausgewachsen sind oder nicht. Auf jeden Fall echt eine super Idee von mir. Will ich mich jetzt schon mal selber loben? Das mag ich jetzt schon irgendwie, die Idee. Nun gut. So. Genug des Eigenlobs. Dann, ich denke, die Hühner sollten da, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Ich glaube allerdings, die sollten erwachsen genug sein. Und ich habe mein Wasser einmal vergessen. Das ist GG. Die sollten erwachsen genug sein, als dass sie da jetzt langsam reingespült werden können. Deswegen auch der Wassereimer, der sich hier befindet. So, genau. Kurz nochmal was essen. Zack. Und weiter geht's. Ich hatte das ja extra so gemacht, weil das wäre mir zu mühsam gewesen, da einzeln reinzulocken, dann alle mit Seeds. Und das wäre einfach nur Käse. Wäre das? Geht da schon mal rein. Wäre echt super nett, wenn ihr das tun könntet. Ja, schaut. Wunderbar. Geht da doch rein jetzt. Ach, das sind die kleinen Hühner, die ersaufen da. So, damit ihr hier ja nicht wieder hoch könnt, müsst ihr da jetzt erstmal alle rein. Was? Schön. So, ihr auch noch. Bitte. Einmal rein da. Und dann auf Wiedersehen. So, hervorragend. Haben wir da jetzt noch eine ganze Menge an Hühnern drin. Ja, wunderbar. Da sollte jetzt eigentlich einiges an Eiern rauskommen. Oh, ich habe hier sogar noch eine ganze Menge Eier. Reicht sogar dann direkt für den, leider jetzt im nächsten Part, für das nächste Stockwerk. Wunderbar. Positive Wertung und Kommentar nicht vergessen. Wird mir auf jeden Fall eine große Freude bereiten. Und dann sage ich ja mal Tschüss.